Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, nämlich Metroid Zero Mission. Einem wunderbaren Spiel, was ich früher in meiner Kindheit ziemlich oft gespielt habe. Und ich würde sagen, bevor irgendwie ein Intro läuft, starten wir direkt mal hier in dem wunderschönen Menübild. Ich werde es jetzt schon sagen, ich spiele es nicht regulär, wie es sein soll. Also im Endeffekt, ich lasse einige Items aus, die man skippen kann. Das werde ich auch tun. Ich werde nicht die Boss-Reihenfolge einhalten. Aber dennoch im Endeffekt 100% machen. Weil das hat einen Grund, warum ich am Anfang nicht alles mitnehme. Man kommt nämlich wieder zurück. Nur so als kleiner Spoiler vorweg. Aber ihr werdet schon sehen, wie ich das meine. Der Planet Sebis. Einst in friedvolleren Zeiten war er meine Heimat. Lange bevor das Böse die Tunnelsysteme heimsuchte. Nun endlich werde ich die Geschichte meiner ersten Schlacht erzählen, die hier stattfand. Meine Zero Mission. Samus Aran. Und damit sind wir schon im Spiel drin. Das war das Intro. Kurz und knackig, ich find's gut. Boah, ich muss jetzt aufpassen, dass ich am Anfang so schnell durchrenne, weil ich das Spiel ja schon ziemlich auswendig kenne. Aber wir halten den Morphball. Morphball. Zweimal runter für Morphball-Modus drücken, um Zugang zu engen Schächten zu erhalten. Ja, was kann man großartig zu dem Spiel sagen? Ich wurde schon getroffen. What the fuck? Bin ziemlich langsam. Es ist alt. Es ist jetzt. Doch, 10 Jahre ist es jetzt schon alt. Oh, das ist verdammt alt. Mein Gott, da war ich 13. Ja, es ist ein Links-Rechts-Abenteuer, wie es halt bei den meisten Gameboy-Spielen ist. Es ist fantastisch von der Schwierigkeitsstufe her auf leicht. Würde ich es jetzt nicht wirklich empfehlen, weil dann kann man eigentlich schon ziemlich schlafen. Aber gleich mehr dazu. Das sind diese Statuen, die uns immer zeigen, wo wir lang müssen. Oder lang sollten. Ne, eigentlich müssen. Das Spiel ist ziemlich linear, muss man dazu sagen. Wie aber die Items versteckt sind, wie man da rumtricksen muss, um die später zu bekommen, für die 100%, es ist schlimm teilweise. Es ist echt schlimm. Aber auch dieses erste Item werde ich schon auslassen. Ich könnte sagen, was es ist. Ich könnte sagen, ja, was ich auslasse. Oder nee, ich sag einfach, oder keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt, ich kann mich ja noch gar nicht festhalten, wie ich das formulieren soll, was ich auslasse an den Items. Okay, gut. Dort, wo wir jetzt hin sollten, man sehe, dieser Schuss ist nicht gerade weit. Dort würden wir jetzt den Distance Beam bekommen, dass wir über volle Reichweite schießen können. Würde einiges einfacher machen, aber den will ich nicht, weil man kann hier schon durch. Hier, so, da habe ich durchgeschossen. Aber ich erzähle und ich spiele das so schnell, das ist echt schlimm. Auf jeden Fall werde ich ihn auslassen. Da oben ist ansonsten nichts weiter. Das werde ich aber später noch sehen. Sondern einfach so durchgehen. Die Items, die ich weglasse, ist generell kein Problem, das durchzuspielen. Es ist halt nur ein bisschen schwerer. Und das will ich halt damit erreichen. Da ist noch eine Speicherstation, die komm, die nehme ich mal mit. Ich nehme jede Speicherstation mit, weil sollte man auch tun. Es tut so gut, wieder aufzunehmen. Und falls es euch vielleicht noch nicht aufgefallen ist, hust. Das Hintergrundbild, worauf das Video ist. Ihr könnt ja mal schreiben, wie ihr das findet. Es ist mal was Neues, was ich ausprobiere. Das Bild hat übrigens eine wunderbare Person für mich entworfen. Ich verlinke diese Person auch unten, falls irgendwie ein Kanal vorhanden ist. Ah! Huch, stand schon weggedrückt. Eher drücken für Raketen. Ich bin viel zu schnell. Das ist voll schlimm. Aber das sollte sich eigentlich legen in den nächsten paar Minuten. Wir haben auf jeden Fall die Raketen gefunden. Davon gibt es an der Zahl 250 Stück. Ein bisschen viel. Sieht aus wie so ein Bohrer irgendwie. Fällt mir gerade so auf. Oh mein Gott. Oh, was soll ich nur tun? Oh mein Gott. Ups. Bei dem Boss
Miniboss, muss man eher dazu sagen. Wenn man den nicht schaffen sollte, weil man hat, glaube ich, nur 3 oder 4 Mal eine Chance, die Raketen zu schießen, dann verschwindet der, erscheint aber an anderer Stelle wieder. Und dann zeige ich euch auch, wo. Den könnte ich eigentlich auch auslassen, den Beam. Den Charge Beam. Aber den nehme ich mit. Muss man überhaupt nicht mitnehmen, sage ich jetzt schon. Aber es macht mir ein bisschen. Macht's ein bisschen simpler. Halt B zum Aufladen, zum Feuern loslassen. Charge Attack, startet bei voller Aufladung. Genau deswegen, und das möchte ich später haben, an einer bestimmten Stelle. Ich kann auch jetzt schon hinzufügen, dieser Salto ist mit dem Distance Beam echt extrem schwach. Weil der Distance Beam erhöht auch nochmal die Angriffskraft vom Schuss sozusagen. Oh mein Gott, ich krieg den Wandsprung nicht hin mit dem Gamepad. Ich müsste vielleicht die Steuerung umstellen aufs Digipad, nicht auf... Oh mein Gott, das wird mir so das Genick brechen. Oh mein Gott, da kriege ich es ja am Handy besser hin. Oh Gott, fucking damn it. Okay. Nein. Doch. Ich weiß nämlich, was kommt. Oh, das regt voll auf. So, ich werde jetzt einfach mal, hoffentlich denke ich dran, das rauszuschneiden an der Stelle. Einfach mal schnell die Steuerung umstellen. Tastenbelegung, konfigurieren 1. Ich werde sowieso vergessen. Runter, links, rechts. Alles klar, mehr will ich nicht. Okay, vielleicht kriege ich jetzt den Wandsprung hin. Ja, guck mal, da funktioniert das Ganze doch schon viel besser. Oh nein, nicht diese Stelle. Oh Gott, das ist die erste härtere Stelle, die jetzt im Spiel kommt, ohne Distance Beam. Weil diese Fliegen sind keine One-Hits mit diesem Beam. Und kann echt grausig werden. Kann auch sein, dass ich hier sogar schon das erste Mal sterbe. Ich versuche es mal nicht zu tun. Hier möchte ich auf maximale Reichweite stehen, wenn ich ehrlich bin. Komm, lauf noch ein Stück vor. Hallo. Ah, ihr seht schon, könnte ein bisschen dauern. Nicht an den Käfig, weil der tut weh. Und das Schlimme ist, diese Kackfliegen, die hauen nicht ab danach. Oh, God damn it. That's why I hate this fucking shit without a fucking distance beam. Boah, really. Hey, das funktioniert sogar vielleicht. Nein. Ich will nicht sterben. Ich hab gar keinen Bock drauf. Nein. Wie soll ich denn das tun? Ja, das wird wahrscheinlich nichts mehr. Alter. Wenn ich jetzt den Käfig kaputt habe, ist alles in Butter. Oh Gott. Shit. Ihr seht schon, das ist ein bisschen schwer ohne dieser Distance Beam. Aber so geht es eigentlich. Warum habe ich das vorher nicht so gemacht? Wenn der im Käfig nämlich jetzt kaputt ist, fliegen die alle weg. Okay. Was? Doch nicht? Warum nicht? Oh Gott. Nein! So, hier ist nämlich jetzt die Stelle, wo als das zweite Mal dieser komische Käfer erscheinen würde. Wie auch immer der Name von ihm ist. Give me energy. Thanks, man. Jo, damit ist die Energie auch schon wieder weg. Macht aber nichts, denn hier ist ein E-Tank. Und ab jetzt wird das Spiel wieder ein bisschen einfacher. Gott, wie ich diese Stelle mit diesen behinderten Fliegen hasse, ey. Das ist echt das Schwierigste an No Distance Beam. Aber ich habe mir das selber aufgelegt und das werde ich auch tun. Was ich euch nicht empfehle, ist das Ganze hier auf schwer zu spielen, ohne alle Items, wie ich das jetzt spiele. Das würde ich...
ihr würdet nur verzweifeln. Glaubt mir. So. Blob. Oh, wobei, da kann ich auch eigentlich gleich speichern. Fällt mir gerade so ein. Ah, das Spiel ist so grandios. Ich werde auch noch weitere Metroid-Teile spielen. Man muss dazu sagen, ich glaube, das hieß der vierte Metroid-Teil. War es Metroid 4 oder 5? Ich glaube, der 4. Bin mir jetzt echt nicht sicher. Aber wir erhalten die wunderschöne Bombe zum Legen, B im Ballmodus drücken. Und wir laden uns erstmal auf. 15 Raketen an der Zahl schon. Das ist eigentlich gar nicht mal so wenig. Wenn ihr wollt, dass ich noch so einen regulären Run mache, wie man es halt spielen sollte am Anfang, werde ich das auch tun, aber ohne Kommentar, sondern einfach so spielen und dann hochladen separat. Und dann ist das auch kein Problem. Aber ich will das hier so spielen. Ihr werdet sehen, es wird schwer. Ich glaube, ich habe nur 2 Energietanks beim zweiten Boss. Oh mein Gott, wenn ich überlege, wie hart das damals war. Ich habe das noch Gameboy gespielt. Da saß ich sogar noch bei meinem Onkel im Garten. Da waren wir am Grillen. Ich weiß, das will keiner wissen, aber ich hätte es ja trotzdem. Und da habe ich das Spiel gespielt auf schwer. Und ich war beim zweiten Boss. Ich muss da hinzufügen, wir erhalten ja hier pro Energietank 100 Leben, pro Missile Tank 5 Raketen und später +2/+2 bei den 2 anderen Sachen. Auf schwer kriegt man nur 50 Energie dazu pro Tank, 2 Raketen und bei den anderen beiden Sachen +1 und +1. Also es ist wahnsinnig wenig, was man da kriegt. Oder bekommt. Ja, ich muss mal aufpassen auf meine Aussprache. Penis. Deswegen, und ich weiß noch, dass ich so verzweifelt bin an dem Boss. Und als ich es geschafft habe, dass ich so laut geschrien habe und die Batterien dann leer waren. Ja, das sind so Sachen, die werde ich nie vergessen. Da kann ich mich halt noch drüber aufregen. Was mir auch aufgefallen ist im Endeffekt, der Endboss skaliert je nachdem, wie viel Prozent man an den Items hat, weil ich kann sein, dass ich mir das auch nur eingebildet habe, aber auf 100% Items ist der verdammt schwer. Der macht, glaube ich, mehr Schaden und hält mehr aus. Oder er hat nur mehr ausgehalten. Eins von beiden. Oder beides, kann sein. Das ist schon viel zu lange her. Naja. Das wird noch so hart. Aber freut euch drauf. Es wird auch ein ziemlich kurzes Projekt. Weil, ja. Da hätte ich eigentlich auch nicht bis dahin gehen, aber ich möchte die Karte auch zu 100% aufdecken. Das zählt zwar nicht zu den richtigen 100%, aber ich möchte es trotzdem haben. Weil da steht am Schluss in der Endcard nur halt die Zeit, die man gebraucht hat und gefundene Items, nicht Karte aufgedeckt. Aber ich möchte es trotzdem haben. Dass wenn ihr das selber spielen möchtet, dann werde ich nämlich am Schluss, wenn ich dran denke, hoffentlich, wahrscheinlich, wenn ich sie heute schon komplett aufnehme, nochmal alle Karten zeigen und für die, die das dann selber spielen möchten, dann ihre Karte vergleichen können, wo halt die Items sind. Wieso kann ich nicht diagonal zielen? Nervig. Ich könnte es auch mit Tastatur spielen, aber dann sagt ja der PC nach 3 Tasten maximal, nö. Deswegen gewöhne ich mich dran. Da. Ich habe ja die L-Taste zum diagonal schießen. Und die Musik ist so gut. God damn it. Ah, es tut so gut. So richtig schön oldschool. Und vielleicht wissen es nicht alle, aber ich habe früher gedacht, Samus wäre ein Mann, aber nein, Samus ist eine Frau. Wir spielen eine Frau. Ich habe früher mal gedacht, das wäre ein Mann, bis ich dann hier einmal in dem Spiel gestorben bin und dann eine Frau sah. Da dachte ich so, what, das ist eine Frau? Dann war ich schon ziemlich geschockt als kleines Kind. Aber ich meine, das sieht ja nicht aus wie eine Frau hier drin. Kann mir keiner erzählen. Naja.
So. Oh mein Gott, es ist das Punkergehirn. Ich finde es sau widerlich, ey. Naja, da beobachtet du uns mal. Viel Erfolg dabei. Es wird dir sowieso nichts bringen, denn wir werden dein Ableben verschnellern. So, besser nichts. Oh je, meine, das wird noch so lange dauern. Wenn ich das Spiel jetzt speedrun würde und mehrere Segmente machen würde, würde man ja sehen, was also Segmente das sind halt diese Fortschritte, die eigenen Steps, die man sich halt reinmacht, würde ich den Great Skip nennen. Ja, was ist Great? So, die gehen nicht kaputt, weil. Oh mein Gott, was ist das für ein Symbol? So, als nächstes möchte ich das nächste Item haben. Blablabla. Und kommt Bandsprung. Ah, wunderbar. Ja, man kann ohne eine bestimmte Rüstung im Wasser und Lava nicht richtig sich bewegen. Deswegen ist man da ein bisschen eingeschränkt vom Laufen und von der Sprunghöhe her. Der Bombensprung unter Wasser ohne die eine Rüstung geht. Ne, Rüstung sagt man nicht. Das heißt der Anzug hier. Sweet. Suit. Suit heißt, glaube ich, ausgesprochen. Welcher Anzug? Geht es gar nicht. So, hier halten wir. Von einer richtig alten Statue ein Item. Was ist das? Ein unbekanntes Objekt. Analyseergebnis los. Objekt mit aktuellem Anzug inkompatibel. Tja, was ist es nur? Aber wir können jetzt diese Blöcke kaputt machen und ein weiterer Missile-Container holen. Ist irgendwie lustig, dass Missile-Container nicht übersetzt wurde. Wenn man es mal so sieht. Ah, der Bombensprung, wie ich ihn hasse. Es wird lustig, alle Sachen zu finden, weil normalerweise hat man, wenn ich die Karte mal aufmache, links an der Seite, ich stecke es mal mit der Maus, hier neben, eine kleine Auflistung, wie viele Sachen es an Items gibt im Gebiet. So und so viele Energietanks, Raketen, das und das. Ich möchte ja nicht sagen, was es ist. Aber wir halten den Power Grip. Erlaubt das Festhalten an und Hängen an Vorsprüngen und Kanten. Wird halt aufgelistet, wie viele es davon gibt, wie viele man hat. Es wird ein bisschen lustig, aber sollte eigentlich kein Problem sein. Weil ich meine, es wird angezeigt, wenn man alles hat. Ich hoffe es. Sonst könnte es nämlich etwas lustig werden. Und nein, da muss man nicht den Bandsprung machen. Ich mache das nur, dass es ein bisschen schneller geht. Man merkt vielleicht, dass ich das Spiel schon öfters als einmal durchgespielt habe. Vielleicht. Und treffe ich das Schiff? Nein, verdammt. Ich springe entweder mal zu weit oder zu kurz. Aber auch hier werden wir speichern. Ne, da kommen wir später noch lang. Deswegen gehen wir erstmal zurück. Nicht fair, not fair. Ja, lustig. So, warum ich jetzt zuerst da lang gegangen bin für den Power Grip, werdet ihr gleich noch sehen. Boah, das ist so störend. Mit dem Digipad kann ich keinen Wandsprung machen, mit dem Analogpad nicht quer zielen. Das ist im Laufen.
Das kotzt doch mega an. Aber das macht eigentlich nichts. Normalerweise bei Kämpfen, bei Bosskämpfen, benutzt man die L-Taste zum Querschießen, nicht beim Laufen. Müsste ich mir eigentlich auch mal angewöhnen. Aber ich glaube, bis ich mich daran gewöhnt habe, ist das Projekt auch schon zu Ende. Oh, die 20 Energie nehme ich mit. Und ich werde es nicht auf schwer spielen. Weil ich glaube, dafür brauche ich erstmal viel Kaffee und viel Nervenmittel, Nervenbetäubungsmittel. So, was ich hier eben machen wollte, ist halt lediglich mit dem Mobbensprung nach oben. Das habe ich auch mal gezielt gelassen. Das ist aber nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Und jetzt erstmal speichern. Ich muss überlegen, wie ich die Items dann skippe später.